Es war einmal ein kleines Dorf am Rande eines Flusses. Alle lebten glücklich dort und gingen regelmäßig in den Dorftempel. Einmal während der Monsunsaison regnete es so heftig, der Fluss begann über seine Ufer zu treten und das Dorf wurde überschwemmt. Alle begannen ihre Häuser zu evakuieren und sich an einen sicheren Ort zu begeben. Ein Mann lief zum Tempel, ging schnell zum Raum des Priesters und sagte ihm, dass die Häuser schon überflutet sind und dass das Wasser unheimlich schnell steigt. Das Wasser hat auch begonnen, in den Tempel einzudringen. Wir müssen das Dorf verlassen, da es in kürzester Zeit unter Wasser stehen wird. Alle müssen an einen sicheren Ort gehen und du musst jetzt mitkommen. Aber der Priester antwortete dem Mann, ich bin kein Atheist wie du und ich habe volles Vertrauen in Gott. Ich vertraue Gott, dass er kommen wird, um mich zu retten. Und ich werde den Tempel nicht verlassen. Du darfst gehen. Und der Mann ist gegangen. Bald begann der Wasserspiegel zu steigen und erreichte Hüfthöhe. Und nach ein paar Minuten kletterte der Priester auf einen Schreibtisch. Ein Mann mit einem Boot kam, um den Priester zu retten. Er erzählte dem Priester, dass die Dorfbewohner ihm sagten, dass er immer noch im Tempel sei. Deshalb sei er gekommen, um ihn zu retten und bat ihn, in sein Boot zu steigen. Aber der Priester weigerte sich wieder zu gehen und er gab ihm den gleichen Grund. Und so ging der Bootsführer. Das Wasser stieg weiter unaufhörlich und erreichte die Decke. Also kletterte der Priester auf das Dach des Tempels. Er betete immer wieder zu Gott, ihn zu retten. Bald darauf kam ein Hubschrauber und sie warfen dem Priester eine Strickleiter ab und baten ihn, in den Hubschrauber zu klettern, damit sie ihn an einen sicheren Ort bringen konnten. Aber der Priester weigerte sich wieder einmal zu gehen und gab wieder den gleichen Grund an. Also flog der Hubschrauber los, um andere zu suchen und ihnen zu helfen. Als der Tempel schließlich fast unter Wasser war, hielt der Priester den Kopf hoch und fing an zu klagen. O Herr, ich habe dich mein ganzes Leben lang angebetet und an dich geglaubt. Warum bist du nicht gekommen, um mich zu retten? Plötzlich erschien Gott mit einem Lächeln vor ihm und sagte, O du Verrückte, ich kam dreimal, um dich zu retten. Ich kam zu dir gerannt, um dich zu bitten, an einen sicheren Ort zu gehen. Ich kam mit einem Boot und kam mit einem Hubschrauber, aber es ist meine Schuld, wenn du mich nicht erkannt hast. Der Priester erkannte sofort seinen Irrtum und bat um Vergebung. Ihm wurde noch eine Chance zur Rettung gewährt, die er demütig akzeptierte. Du siehst im Leben, in deinem Leben, erkennst du Gottes Wege, erkennst du die Zeichen, die für dich gesandt werden. Du bekommst die ganze Zeit Gelegenheiten. Sie kommen getarnt und manchmal versäumen wir es, die Gelegenheiten zu erkennen und zu ergreifen, die das Leben uns bietet. Wenn du eine Gelegenheit siehst, denk nicht zweimal nach. Geh und ergreife deine Chance. Geh und ergreife das Zeichen des Lebens. Wenn du es nicht tust, das Leben wird dir eine andere Gelegenheit bieten. Aber warum Zeit verschwenden? Das ist Ima Storytime. Danke fürs Anschauen. Für mehr motivierende Videos abonniere unseren Kanal und teile das Video mit einem Freund, der Motivation gebrauchen kann.